Der Mina, ihr Grossvater, war ein grosser, schicker Mann mit weissen Haaren und unlieb. Er hatte nicht so viel zu tun wie die anderen. Er hatte keine richtige Arbeit und ist die ganze Zeit nur da gesessen und hat Bücher geschrieben. Aber er hat nie den Hörer aufgelegt. Und seine Ratschläge waren wirklich super. Auch wenn alle Erwachsenen gefunden haben, sie sagen blöd. Er hat Gacki wie das Kind. Und beim Essen hat er manchmal sehr lustige Furzgeschichten erzählt. Aber das hat die Mama von Mina fast nie lustig gefunden. Und sie hat ihn am Arm gepackt und ins WC gesperrt, damit die Kinder lernen, wie man sich benimmt. Eine Stunde musste der Grossvater dort zur Strafe hocken. Und man durfte nicht mit ihm reden. Die Mina hat es trotzdem gemacht. Sie ist zur WC-Tür geschlichen und hat durch das Schlüsselloch und du geflüstert, damit der Grossvater nicht muss brüllen. Das hat man nämlich so gemacht, wenn jemand traurig war. Und dann hat der Grossvater jedes Mal eine kurze und lustige Gacki- und Furzgeschichte durchs Schlüsselloch zurückgeflüstert. Der Mina, ihr Grossvater, war der Gescheiteste von der ganzen Familie. Aber das haben nicht alle kapiert. Außer die Mina. Und vielleicht die Moa. Aber die war ja noch so klein. Der Grossvater hatte eine Hündin, die Mischa. Die war schlau und schön und hat Kinder geliebt. Auch wenn sie ausgesehen hat wie ein Wolf und allen zur Last gefallen ist, außer dem Grossvater. Die Mischa ist in der sibirischen Tundra zu Russland geboren. Ihre Eltern waren Schlittenhunde und vor kurzem ist sie 17 geworden. In 100 Jahren ist sie 119 und eigentlich älter als der Grossvater. Die Mischa hat bei ihm und der Gunilla gewohnt, am Grossvater seiner Frau, die aber nicht die Grossmutter von Mina war. So etwas kann es geben, hat Gunilla immer gesagt. Gunilla war sehr lieb und hat den Grossvater nie im WC eingeschlossen. Sie ist Feministin, wie der Grossvater erklärt hat, was bedeutet, dass er selber hat putzen musste. Die Mina hat eine Stunde gewartet. So lange, wie ihr Grossvater am Morgen mit der Mischa draussen braucht. Dann hat sie es nochmal probiert und hat dem Grossvater von dieser Sache mit dem Krokodil erzählt. «Das gibt's ja nicht», hat er gesagt. «Und deine Eltern? Was machen die?» «Nüt. Absolut nüt. Und der Onkel Mats will nur schlafen und sagt, probier doch einfach mal zu verstehen und dass man ihn nicht wecken soll.» «Verrückt. Du musst doch jemanden haben, der dich beschützt.» «Aber wer? Die schliessen sie ja ständig auf dem WC ein.» «Die Polizei», hat der Grossvater gesagt. «Quatsch. Die glauben mir doch nicht. Ich habe einfach so ein komisches Gefühl.» «Was für ein Gefühl?» «Dass etwas Schlimmes, vielleicht fast sicher, könnte passieren.» «Ausser», hat der Grossvater gesagt, und man hat durchs Telefon gehört, wie fest er nachdenkt hat. So fest, dass es im Hör richtig laut geknackt hat. Und dann hat er gesagt, «Weisst du was? Morgen fahren die Gunilla und ich und die Mischa und ich und der Markus für 2 Wochen in unser Haus in den Bergen. Wie wär's, wenn du und Moa einfach mitkämpfen? Dann hätten wir genug Zeit zum Plan schmieden.» «Was für Plan?» «Ein Plan, der dir hilft.» Die Mina hat die Augen zugemacht und scharf nachgedacht. Mit der Ia und dem Markus 2 Wochen in die Ferien fahren. Und im Kofferraum würde die Mischa hocken. «Was für ein Plan?» hat sie in der Höhe rein geflüstert, weil sie den Papa und die Mama in der Küche gehört rumhantieren. «Du musst schliesslich reden.» «Ich weiss. Wir dürfen diesen Plan niemandem verraten. Nicht der Mama, nicht dem Papa und nicht dem Onkel Mats. Vielleicht nicht einmal. Doch, vielleicht. Der Gunilla müssen wir es vielleicht erzählen.» «Was denn?» Der Grossvater hat tief eingeschnuffert. «Jetzt sag's schon.» «Wir müssen eine Expedition planen», hat der Grossvater geheimnisvoll gesagt. «Wenn man Angst hat, dass das Krokodil wieder angreift, muss man etwas Grosses machen. So dass einem der Angriff von einem Krokodil wie ein ganz kleiner Furz vorkommt. Man muss zum Beispiel eine Expedition machen und zusammenheben und eine grosse Gefahr überstehen. Comprendi?» Manchmal hat der Grossvater so komische Wörter gesagt. Aber wenn man genickt hat und so tun, als hätte man verstanden,
hat er weitergeredet. Wir machen eine Expedition zoberst auf den drei Höhlenberg rauf. Ist das gefährlich? Nicht, wenn man zusammenhebt. Und wenn man es geschafft hat, hat man nie mehr Angst. Vor gar nichts. Auch nicht von einem Krokodil? Ja, von einem Krokodil schon gar nicht. Und expedieren wir allein? Ja. Und die und Markus und Moa. Aber sonst niemand. Und Gunilla? Ja, die schon. Sie darf dabei sein, aber nur daheim im Basislager. Und Mischa? Ja, natürlich kommt Mischa mit. Wir brauchen eine starke Truppe. Eine schnelle und mutige Hündin und gescheite Kinder, die gut mögen. Sind das wir? Das sind ihr. Zmina hat gemerkt, wie ihr Herz schlägt und schlägt und schlägt. Stark, Grossvater, hat sie gesagt. Respekt.